Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück hier zu Roundup Feedback. Und ich habe mal wieder hier einen Haufen Kommentare von euch, die ich jetzt zusammen mit euch durchgehen werde. Und ich freue mich schon jetzt wieder beim Lesen eurer Usernamen, denn einige, alter Falter, ich kann einige nicht aussprechen. Fangen wir direkt an mit The Delta 94. Der schreibt nämlich: Ich mag auch so eine Yoda-Bon. Wo kann man die kaufen? Bitte antworte. Ich benutze die auch nur als Deko. Wie ihr. Und wenn man Glück hat, kann man die auf dem Flohmarkt finden. Ja? Also im Laden wird es wohl eher nicht mehr der Fall sein. Und um das nochmal genau zu erläutern, wo das Teil genau eigentlich herkommt. Ein Shortcuts-Redakteur nämlich hat die vor über 10 Jahren zum Geburtstag bekommen. Und damit endet die Ära der Yoda-Bon. Tschüss. Möge die Macht mit dir sein. Mein guter Freund, die Lauergurke, hat auf meine Frage geantwortet. Wie lernt man jemanden im Kino kennen? Und zwar meinte er nämlich, wir sind beim Popcorn-Kaufen ins Gespräch gekommen und dann saßen wir im Kino genau nebeneinander. Krass, krasser Zufall, aber sau cool. Und dieser Kommentar hat sogar 14 Daumen nach oben bekommen. XDTV Reloaded schreibt, kann ich die Unterhose? Ich wollte schon immer mal sehen, wie YouTuber Bremsspuren aussehen. Ja, Leute, sorry, aber diese Woche haben wir nichts für euch zu gewinnen. Nee, warte, ich hab was. Ihr könnt meine Unterhose gewinnen. Was eine Freiheit. Du perverses Schwein. Nein, ganz ehrlich, die konnte man natürlich nicht gewinnen. Das war ein Gag. Wir wollten jetzt nicht wirklich eine Unterhose verlosen. Wir haben zwar gedacht, hey, das ist ein cooler Witz, aber wirklich verlosen würden wir sowas nie. Wer will sie gewinnen? Mr. Wolverine77 schreibt: Ach du Scheiße, die haben sogar einen Pappstaubsauger. Ja, den haben wir, tatsächlich. Und geil, neuer 00-Schneider-Film. Nee, warte mal, andersrum. Ich verstehe den Kommentar irgendwie nicht. Der Hugo Steglitz fragt. Findet ihr das auch so schlimm, dieses fragt? Ich finde es immer persönlich ganz schlimm, wenn jemand fragt, sagt. Hey Phil, Scarlett Johansson oder Gwyneth Paltrow? Ich muss zugeben, keine von beiden. Die sexyste Frau meiner Meinung nach auf der ganzen Welt ist Bertha von Two and a Half Men. Ich werde nichts anhaben als den Staubsauger. Weil sie wunderbar geförmte Kurven hat und ich mich da drin vergraben möchte. Und oh, sie ist einfach super sexy und deswegen würde ich sie sofort heiraten. Ich habe nichts dagegen. Ich frage mich nur, wann auch für mich mal ein Knochen von dem Braten abfällt. Cryman schreibt: Also Star Wars war mir ziemlich ladde. Ich gehöre zu den Stümpern, die Filme nur wegen der Jedis Lichtschwert-Action geschaut haben. Schäm dich, der Film ist insgesamt geil. Jeder Film ist eigentlich von denen cool. Außerdem schreibt er, hoffentlich wird Thor 2 besser als der erste. Da waren nur Kat Dennings und Natalie Portman interessant. Ich muss zugeben, ich habe den Thor-Film noch nicht gesehen. Ich werde es auf jeden Fall noch nachholen und hoffe, er wird geil. Und jetzt noch ein Kommentar von einem lieben User, wo ich den Namen sicherlich nicht aussprechen kann. Deswegen lasse ich es einfach und lese den Kommentar direkt vor. Und zwar: Phil, du kannst das viel besser als Emma Watson. Das muss man erstmal können. Bitch, please, ich kann alles besser als Emma Watson. Wirklich alles. Bis auf bestimmte Dinge, wo man Sachen für in den Mund nehmen muss. Na, saufen, was dachtet ihr denn? Du hast gerade gesagt, dass Emma Watson besser saufen kann als du. Moment. Ich rede vom Schlucken. Marcel Petrovic schreibt: Alter, dieser Monsterfilm, irgendwie voll kreativ. Ich meine, nimm Öltanker. Und Julian Langschwert schreibt: Nimm Öltanker. Zu guter Letzt kommen wir zu den Gewinnern. Und dieses Mal sind es eine Menge Gewinner. Und dafür nehme ich einfach mal die Unterhose von meinem Kopf. Kommen wir nun zu der Auflösung von Legacy. Gewonnen haben 13 Renshi, Big Brick Filmstudios und die MK-Videos. Seven Psychos gewonnen haben Bohne 562, Finn Klausen und zu guter Letzt die Dino Brasil. Ihr Lieblingsfilmgangster ist nämlich Plankton von SpongeBob. Armee der Finsternis haben gewonnen The Dita Traded und PS Life 3. Und Life of Pi geht an Donnernudel. Und ebenfalls gewonnen hat Fanye. Cooler Name. Fanye. Das war's für dieses Mal leider auch schon wieder von Roundup Feedback. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja, Daumen nach oben, abonnieren und sowas. Und schreibt gerne Feedback hier rein, würde mich sehr freuen. Hier oben kommt ihr zum Kommentare kommentieren mit Nils. Und unten kommt ihr zum neuesten Movie Roundup. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Habt eine grandiose Woche. Bis dahin. Peace and out.